Wir haben jetzt für euch die zweite Keynote vorbereitet. Und zwar sind wir sehr happy, dass wir laut der Süddeutschen Zeitung Deutschlands wohl erfolgreichsten Artificial Intelligence Erfinder jetzt für euch warten haben. Die Wirtschaftswoche schreibt über ihn, er ist der deutsche Elon Musk. Also das heißt, ihr könnt euch schon mal auf etwas gefasst machen. Ich rede von Chris Boos. Und Chris Boos hat, als ich noch nicht einmal geboren war, sein erstes Unternehmen gegründet, nämlich Arago. Und Arago ist eines der ersten KI-Unternehmen in Deutschland gewesen. Und das Ziel von diesem Unternehmen ist KI-Forschung und Kommerzialisierung. Und darüber hinaus ist Chris Boos seit 2019 Teil des Digitalrats der Bundesregierung und berät dabei die deutsche Regierung bei strategischen Digitalisierungsthemen. Und Chris Boos gilt nicht nur als deutsche KI-Koryphäe, sondern ist auch bekannt als Redner mit den besten T-Shirts. Und ich bin schon sehr gespannt, welches T-Shirt er heute trägt. Chris Boos, wir freuen uns auf deine Einschätzung, ob Technologie die Welt retten kann. Herzlich willkommen bei der Tech Conference. Okay, super. Technologie kann definitiv die Welt retten. Die Antwort ganz kurz und bündig. Bisschen ins Detail gehen. Also erstmal vielen Dank für die Anmoderation. Das ist natürlich alles maßlos übertrieben. In Wirklichkeit bin ich nur ein Techie, der eine Meinung hat und sie an einigen Stellen umsetzt und jemand, der auch Sachen probiert. Manchmal gehen sie schief. Und manchmal funktionieren sie eben, aber die funktionieren sind dann weitreichend. T-Shirt, nur um es gleich aufzuklären, ich habe extra mal die Formel mitgebracht, wie man die Antwort für alles ausrechnet. Das Ergebnis ist natürlich 42, irgendwie unten. Da. Wer eine Kopie davon braucht, weil er noch nicht die Antwort zu allem hat, mag sich nachher melden und dann können wir die teilen. Ich möchte reden über tatsächlich die Frage, ob Technologie die Welt retten kann. Und dabei auch auf das Thema KI und Daten oder Privatsphäre und Datennutzung zu sprechen kommen, weil das eins ist, was immer wieder hochkocht und was wir ja auch brauchen. Als erstes Mal kann man, glaube ich, sagen, ziemlich sicher, die Welt war schon oder wir als industrialisierte Gesellschaft sind schon auf den Abgrund zugefahren, lange bevor die ganze Digitalisierung losging und auch lange bevor Corona losging. Also diese schönen Beispiele, wo die Konzerne, drei beliebige Plattformkonzerne aus dem Valley, deren Marktkapitalisierung größer ist als die Kapitalisierung aller deutschen Unternehmen am Aktienmarkt überhaupt, das ist frappierend. Das sagt die Leute, die in Zukunft investieren, die sehen die Zukunft dort und hier wird überhaupt nur noch abgewickelt. Was ich aber noch viel frappierender finde, ist der Punkt, dass die notwendige der Beitrag der Arbeit, um unsere Produktivität aufrechtzuerhalten, seit Jahrzehnten runtergeht. Das heißt, das, wonach wir alle bezahlt werden und funktionieren, das wird eigentlich immer unwichtiger. Und das ist natürlich kritisch. Und da sehen wir solche Sachen wie der Mensch wird zum Produkt in der digitalen Welt, was ja gar nicht notwendig ist. Ich möchte gerne ein paar Thesen dazu aufstellen. Vier, glaube ich, wie man da rauskommt. Und warum Technologie tatsächlich die Lösung ist und dann auf das Thema Privatsphäre kommen. So, die erste These ist, der Planet braucht uns nicht. Die Veränderung ist immanent, was momentan passiert. Ja? Die Veränderung, die jetzt passiert, die passiert und da kann sich auch keiner dagegen stellen, mit der muss man leben, und mit der muss man umgehen. Das erste dabei ist das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Diese idiotische Idee, dass wir unsere Umwelt schützen müssten, damit wir nett zu Pflanzen und Tieren sind. Wir tun das, wir müssen das tun aus purem Eigennutz. Der Planet kann nämlich sehr gut ohne uns leben. Wir leben sehr schlecht ohne den Planeten. Das ist immer so zu tun, als sei das irgendwas für Treehugger und Jutesackhäkler. Das ist total verrückt. Das Zweite, was da ist, dass wir natürlich einen gigantischen Shift haben in den Populismus rein. Das hat teilweise was damit zu tun, dass wir die Dämpfung aus dem Nachrichtensystem genommen haben. Jeder kann alles sagen. Es gibt keine Filterung, kein Fact-Checking und so weiter mehr. Das hat aber auch damit zu tun, dass Menschen quasi fühlen können, dass sie nicht mehr so relevant sind wie vorher. Und dafür muss natürlich jemand anders schuld sein. Der Beginn des Populismus oder das geht jetzt schon ein paar Jahre so. Und mit Corona hat sich's natürlich an die Spitze gedrängt, weil jetzt
wir Menschen haben, die wirklich offensichtliche Fakten leugnen und dafür noch Gehör haben wollen. Wenn sie das Gehör nicht bekommen, dann die krudesten Geschichten erzählen. Das ist auch eine Form des Populismus, die da dran ist. Das Dritte ist dieses ganze Thema Migration. Ich glaube, da braucht man nicht im Detail drauf eingehen, dass durch eine große Schere zwischen Arm und Reich Migration eine ganz natürliche Sache ist und dass diese ganze Idee, wir müssen alle draußen halten, wenn man es mal makaber sagen möchte, so schnell wie Menschen kommen können, um etwas zu machen, kann man die gar nicht erschießen. Also wir haben ein totales Interesse daran, Migration zu organisieren und vor allem haben wir ein Interesse daran, den Rest der Welt zu entwickeln und das gleichzeitig nachhaltig zu tun. Das Letzte, vorletzte vielleicht, was ich sagen möchte, ist, wir haben den Angriff auf die Kernindustrien bei uns oder die Automobilindustrie. Wenn man Tesla und Daimler nebeneinander hält, dann sind die Bewertungen anders, obwohl die beide Autos bauen und Daimler wahrscheinlich sogar die besseren Autos bauen. Aber Tesla baut halt ein Mobilitätskonzept und nicht ein Auto. Und da ist die Computerisierung total mit drinnen und eben nicht nur, wie das Spaltmaß ist. Darüber reden viele Leute, aber ganz wenige setzen es um. Und das ist eine wirklich schwierige Sache, aus einer bestehenden, erfolgreichen Industrie zu kommen und etwas umzusetzen. Das braucht Unternehmer und das braucht Leute, die auch mal was probieren und schief laufen lassen und dann wieder von vorne anfangen und aufstehen. Das ist ganz entscheidend. Das Gleiche kann man im Handel sehen. Ja, wir stellen uns hin und sagen, das ist so traurig mit den Innenstädten, dass da jetzt die Läden zumachen, auch nach Corona, und bestellen alle munter bei Amazon. Das ist ja total klar, dass das passiert. Die Frage ist, was ist unsere Antwort darauf? Ist unsere Antwort einfach ein Shift zu Bezos oder ist unsere Antwort darauf, eigene Plattformen und Infrastrukturen zu schaffen? Das allerletzte, was ich sagen möchte, ist das Thema Gesundheitssysteme. Und da kommen wir dann also auch zum Thema Daten ran. Das Thema des Gesundheitssystems, da gibt es eine riesige Veränderung. A, weil die technischen Möglichkeiten langsam kommen, dass man eben mit einem Telefon die Diagnostik-Power haben kann von sonst sehr komplexen medizinischen Geräten, dass man arztfreie Praxen machen kann, da gibt es schöne Projekte zu, oder auch, dass man eine Pandemie managen kann. Und da sind wir an einem gefährlichen Punkt, weil ich kann selbstverständlich digitale Werkzeuge nutzen, um einfach nur Maßnahmen zu implementieren. Oder ich kann digitale Werkzeuge nutzen, um tatsächlich die Pandemie zu managen. Das Problem ist, wenn ich eine Pandemie managen möchte, und das gilt auch für viele andere gesundheitliche Dinge, dann brauche ich erstmal Daten. Und diese Daten sind per se erstmal nicht verfügbar. Die Frage ist, wollen oder können die Menschen diese Daten überhaupt abgeben? Beim Pandemie-Management finde ich es lustig, wenn wir da über Daten diskutieren, weil wenn jemand krank wird, möchte nachher zu einem staatlichen Gesundheitssystem und vorher kann man dem Staat nicht zugestehen, anonymisierte Daten zu halten, über wer wen getroffen hat, obwohl man sie dann rausgibt, wenn man tatsächlich betroffen ist, weil das einfach das Infektionsschutzgesetz sagt. Also da beißt sich die Katze total in den Schwanz. Ich glaube, die Abwägung zwischen wie viel Daten kann man haben oder wie viel nicht Daten ist eine Frage von Akzeptanz. Und dazu muss es wesentlich mehr Gespräche geben, nicht diese Hexenjagden und Diskussionen über den Überwachungsstaat in 1984, sondern wirklich gebildete und mündige Diskussionen darüber, was ist es uns wert, welche Daten wem zu geben, warum. Ich zum Beispiel glaube, dass das, was wir jetzt mit der Corona-Warn-App haben, das ist, was in Deutschland durchsetzbar war. Natürlich hätte man mit mehr Daten viel besser agieren können und wahrscheinlich hätte man auch den Lockdown vermeiden können oder Lockdown Light oder wie auch immer, aber das war einfach akzeptanzmäßig nicht zu schaffen. Wir hätten wahrscheinlich, wie in vielen anderen Ländern, einen Download von so einer App gehabt von irgendwie unter 2%. Dass es jetzt einen Download von über 20 Millionen gibt, hat damit zu tun, dass es eine Akzeptanz gab, die dem Datenschutz zu verdanken ist. Dass das jetzt noch nicht genug hilft, insbesondere, weil die Menschen die App ja nicht korrekt nutzen. Wenn jeder, der infiziert einen Test hat und infiziert gemeldet wird, das auch weitermelden würde. Wenn jeder, der so eine Meldung bekommen hat, sich quarantänisieren würde und beim Gesundheitsamt meldet und sagt, ich habe eine Message gekriegt, ich quarantänisiere mich, dann hätte man natürlich was. Aber hier kommt was ganz anderes zum Vorschein, was uns gesellschaftlich fehlt, ist das Thema Solidarität.
Ja, weil wir sagen, oh, nee, ich habe jetzt keinen Bock, 14 Tage zu Hause zu sitzen. Oder wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, dann kriegen alle meine Freunde eine Message, dass sie sich 14 Tage quarantänisieren müssen, die im Zweifelsfall irgendwann nachvollziehbar wird. Das tue ich denen nicht an. Ja, diese Message, das ist natürlich viel, viel kritischer hier hinten dran. Auch viel kritischer als das Thema Daten, Privatsphäre und sonst irgendwas, ist, dass eine Gesellschaft ist eine Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft funktioniert dann besonders gut, wenn die Menschen solidarisch miteinander umgehen. Und wir tun immer so, als wären wir total solidarisch, aber teilweise natürlich auch getrieben durch das kurze Gratification Period, die uns das Internet so gibt, teilweise auch getrieben dadurch, handeln wir doch in erster Linie egoistisch bei sowas und das funktioniert halt nicht. Die zweite These, die ich rausbringen möchte, ist, dass Technologie eine tatsächliche Lösung sein kann und dass wir hier auf ein gesellschaftliches Phänomen stoßen. Wir sind organisiert in einer Gesellschaft, wo es die Politik, die Menschen und die Wirtschaft gibt. Und all diese drei Komponenten sind gegeneinander positioniert, oder? Die Politik beschwert sich, dass die Wirtschaft und die Bevölkerung, die Wirtschaft beschwert sich, dass die Politik nichts macht und die Menschen faul sind und die Menschen beschweren sich, dass die da oben irgendwas machen und die da rechts auch und keine Rücksicht auf sie nimmt. Dieses sich gegenseitig übereinander beschweren bedeutet in einer Dreiecksbeziehung, alle drei ziehen aneinander fleißig und wir erhalten ein super stabiles System. Dieses super stabile System, oder? Wir haben eine Kugel, die in der Mitte super stabil schwebt. Dieses super stabile System haben wir jetzt seit über 70 Jahren und das funktioniert für uns total perfekt. Wir haben großen Reichtum, großen Wohlstand erreicht leben in Freiheit wirklich super. Das Problem ist, das stabile Plateau dieses Systems wird immer kleiner und jetzt momentan ist diese Kugel da oben drauf. Wir sehen den Populismus, wir sehen, dass wir wirtschaftlich angegriffen werden, wir sehen, dass unsere Kernbranchen Schwierigkeiten haben. Und die Lösung dazu ist, dass wir als Menschen, aber auch als Institutionen in Politik und Wirtschaft lernen, nicht mehr aneinander, gegeneinander zu ziehen, sondern miteinander die Kugel in ein neues System zu ziehen. Und dieses neue System ist eben nicht mehr Industrialisierung, sondern dieses neue System ist Wissensbasierung. Und das wird ja nur umsetzbar, wenn wir tatsächlich mit digitalen Systemen leben. Und da komme ich zur dritten These. Technologie ist das neue System, weil wir mit Technologie die Grundprobleme lösen können. Sachen wie digitale Landwirtschaft. Es ist kein Problem, lokalisiert Menschen zu ernähren und das auch nachhaltig zu betreiben. Sachen wie neue Arbeitswelten. Das haben wir jetzt alle mal ausprobiert, wie gut oder schlecht es mit Online-Arbeiten geht. Da kann man ja wirklich noch viel machen. Aber auch neue Arbeitskonzepte. Wie ist es, wenn ich Leute nicht mehr für Zeit, sondern für ihr Wissen bezahle, ja, oder für ihre Erfahrung? Und dann ist auch die Erfahrung des Taxifahrers total viel wert, weil der nämlich sehr viel mehr beiträgt als ein Testfahrer bei autonomen Autos. Diese Transformation, die können wir nur zusammen schaffen, offensichtlich. Und als allerwichtigstes dazu ist mit Sicherheit das Bildungssystem zu sehen. Das Bildungssystem nicht mehr als Funnel, bei dem wir versuchen, Leute möglichst lange zu demotivieren, bis sie uniform sind und wir ihnen dann sagen können, jetzt bitte mal out of the box denken, sondern das Bildungssystem, wenn es auf Wissen ankommt, zu etwas zu machen, auf dass man nicht, ich sage mal, im mittleren Alter, wie ich es jetzt bin, zurückblickt und sagt, oh, damals war es noch alles sehr schön, sondern und sonst halt sagen muss, ich möchte auf gar keinen Fall hier wieder eine Schule oder eine Uni von innen sehen, sondern das Lernen etwas ist, was sich ins ganze Leben streckt. Das Lernen etwas ist, was Freude bereitet, was einem ermöglicht, neuen Success zu haben und all diese Dinge. Wenn wir diese Sachen umsetzen können, auf technischer Basis. Und Technologie ist die einzige Möglichkeit, das zu machen. Weil diese Idee zum Beispiel, dass man Nachhaltigkeit durch Verzicht erreicht, wenn man das mal nach Deutsch übersetzt, heißt es, wir gehen in die ganzen Developing Countries oder also auch die, die noch nicht so weit entwickelt sind und sagen, ihr könnt keine Waschmaschine haben. Gibt's nicht, weil sonst ist es umweltfeindlich. Das kann man nicht machen. Man muss das Thema technisch lösen. Und deswegen müssen wir als Technologen auch hingehen und tatsächlich uns an die Welt wenden. Und deswegen mein Appell an euch alle, die Zukunft sieht eigentlich ziemlich gut aus, weil es ist sichtbar, dass wir heute schon fast alle Techniken haben, um diese großen Probleme der Welt zu lösen. Was uns fehlt, ist die Haltung. Ganz besondere in Deutschland und Europa, wo wir immer noch den Mut von Leuten
als Spinnerei abtun, wenn Sie was verändern wollen, wo wir erst Probleme sehen, bevor wir Lösungen sehen und wo wir lieber Sicherheit stellen vor die Neugier, was Neues zu machen. Das müssen wir überkommen. Als junge Menschen können Sie das am ehesten überkommen, weil Sie hoffentlich sowieso junge Wilde sind und weil Sie auch die Ersten sind, die diese Ausbildung haben, die eigentlich eine digitale Ausbildung ist, die aber noch das industrielle System voll kennen. Deswegen mein Appell an Sie, packen Sie es an, Technik ist die Lösung. Techies mögen nicht so gute Talkshow-Hosts sein wie Philosophen, aber es sind diejenigen, die was umsetzen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Chris, für diese tolle Keynote. Ich denke, da ist sehr, sehr viel aufgekommen. Sehr, sehr viele kontroverse Fragen sind da beim Publikum aufgekommen. Und wir freuen uns darauf, dass du gleich noch für unser Panel da bleibst, was wir nach der nächsten Keynote starten. Und ich denke, da können wir die Diskussion sehr vertiefen, auf jeden Fall. Vielen Dank für deinen Vortrag.